Hi Bücherfreunde, wie vielleicht schon einige von euch mitbekommen haben, möchte ich diese Woche dem Minimalismus widmen. Das heißt, sich nochmal auf das besinnen, was man vielleicht hat und alles behalten, was einen glücklich macht. Und deshalb möchte ich auch euch jetzt meinen Sub vorstellen, denn dann brauche ich erstens keine neuen Bücher zu kaufen, wenn ich mich dem jetzt mal die nächste Zeit widme. Und außerdem kann man sich dann von Büchern trennen, die man vielleicht gar nicht so toll findet. Und deshalb werde ich jetzt immer nach und nach in meinem Sub reinlesen. Ich habe mir auch überlegt, demnächst ein Blind Date mit meinem Sub zu machen, wo ich dann einfach blind ein Buch aus dem Stapel ziehe und dann ein paar Kapitel lese und dann entscheide, ob ich es behalte oder nicht. Doch zunächst einmal stelle ich euch jetzt mal meinen Sub vor. Viel Spaß! Ich habe hier noch Lesen von David Gutterson. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wie immer. Schnee, der auf Zedern fällt. Ein absolutes Lieblingsbuch meiner Mama. Und ich weiß gar nicht genau, worum es geht, aber das möchte ich auf jeden Fall bald anlesen. Ich finde das Cover auch irgendwie schön. Es ist nichts Besonderes, aber mir gefällt es sehr gut. Schlicht und doch, ja, aussagekräftig. Nicky Garrett ist der weibliche Part von Nicky French. Vielleicht kennen einige, ups, die beiden. Und es geht hier in der Stunde und in der Dämmerung um ein Familiengeheimnis. Das erinnert mich ein bisschen von der Thematik an Lucinda Riley, wo ja auch immer Geheimnisse an die Oberfläche treten. Und hier hilft ein junger Mann einer alten Dame dabei, ein Cottage zu säubern, aufzuräumen und entdeckt dabei, glaube ich, alte Briefe oder so. Könnte aber ganz spannend sein, möchte ich auch unbedingt reinlesen. Dann liegt schon länger Jean-Paul, nicht zu verwechseln mit Gimme the Light, nein. Jean-Paul Sartre, das Spiel ist aus, möchte ich auch unbedingt lesen, habe ich von meiner Mama gemopst. Geht in die Richtung philosophischer Krimi, wenn mich nicht alles täuscht und muss auch bald gelesen werden. Dann haben wir hier von meinem absoluten Lieblingsbuch der Schriftsteller, der Sophies Welt geschrieben hat, und zwar Jo Steingada, und hat auch das Kartengeheimnis geschrieben. Auch wieder ein philosophisch angehauchtes Werk. Ich weiß nicht, wieso es schon so lange auf meinem Sub liegt. Und dann ein Werk von Minette Walters, die ja auch die Bildhauerin geschrieben hat. Das habe ich, glaube ich, bei meinen spannendsten Büchern, werde ich gerne mal unten verlinken, wenn ich es nicht vergesse, oder euch hier mal einblenden. Auch besprochen, das Werk von ihr, und das war eins meiner absoluten Lieblingsbücher, was ich immer wieder lese. Und ich habe von Minette Walters sonst noch gar nichts gelesen und habe jetzt hier Dunkle Kammern auf meinem Sub entdeckt und möchte das dann einfach mal anlesen, um zu gucken, ob sie mich wieder so begeistern kann. Denn ich habe auch von vielen gehört, dass Minette Walters ja nicht zu den liebsten Schriftstellerinnen von vielen gehört ist, dass sie mit ihren Geschichten nicht immer einen fesseln kann. Vielleicht hatte ich mit der Bildhauerin einfach Glück, aber vielleicht kann mich Dunkle Kammern ja auch begeistern. Ulla Hahn, das verborgene Wort, weiß ich noch gar nichts drüber, habe ich von meiner Mama zum Weihnachten, glaube ich, bekommen. Noch ein Buch von Jo Steingada, Der seltene Vogel, habe ich auch von meiner Mama mitgenommen. Mama, wenn du das siehst, ich glaube, sie hat, weiß gar nicht, wie mein Kanal heißt, aber wenn du das doch per Zufall irgendwann mal sehen solltest, ich werde dir die auf jeden Fall wiedergeben, aber ich muss da einfach mal reinlesen. Auf jeden Fall wieder mit sehr viel Fantasie geschrieben über die Fragen des Lebens, um die Frage, was ist, macht eigentlich die Welt aus und wer bin ich? Solche grundsätzlichen, schweren Fragen, wieder mit sehr viel Kreativität und Spaß und Freude verknüpft. Dann auf jeden Fall ein Liebesroman, der im 19. Jahrhundert spielt, diesmal nicht in England, ich glaube, es geht um Amerika, und Jennifer Donnelly, von ihr habe ich noch nichts gelesen. Kennt sie jemand von euch? Würde mich mal interessieren. Lohnt sich das, da mal reinzulesen? Habt ihr schon andere Werke von ihr gelesen? Dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, das Buch habe ich gerade in der Hand und hat hier nichts zu suchen. Das habe ich nämlich schon gelesen. Trotzdem halte ich es mal kurz in die Kamera. Der norwegische Gast von Anne Holt hat mir sehr gut gefallen. Ein spannungsvolles Buch, wo komische Dinge in einer Nacht passieren, viele Menschen an einem Ort. Sowas gefällt mir immer ganz gut. Hat mich ein kleines bisschen an Agatha Christie erinnert, ganz dezent. Habe ich hier von Shakespeare Hamlet, Englisch und Deutsch. Das habe ich mal auf dem Trödelmarkt erstanden. Schon sehr abgenutzt, aber das war mir egal. Und das ist wieder so ein Buch, was so herrlich riecht. Ich meine, ihr könnt es nicht riechen, aber ich musste jetzt nochmal dran schnuppern. Und zwar möchte ich dieses Jahr unbedingt noch was von Shakespeare lesen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, wirklich nur Romeo und Julia gelesen. Das war mein erster Klassiker, wo ich mein Herz dran verloren habe. Und da muss man ja erst recht dann nochmal weiterlesen. Und haben jetzt schon viel drüber gehört.
noch nichts, noch nicht gelesen. Dann habe ich hier mit von meiner besten Freundin, Anna, wenn du das siehst, ich habe es wieder entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob du noch weißt, dass ich es mir ausgeliehen habe. Boah, ist auch ein bisschen staubig. Dean Koons Intensity. Ich habe von Dean Koons noch nie etwas gelesen. Sie mag ihn sehr gerne. Und ja, spannungsvolle Geschichten. Ich bin gespannt, ob mich das auch so mitreißen kann. Irgendwie habe ich bis jetzt immer um Dean Koons Bogen gemacht und weiß gar nicht warum. Wunderschönes Buch. Oh, das hätte ich eigentlich in die Kamera halten müssen bei meinem Klassiker-Tag nach, bei der Frage nach dem schönsten Cover. Es ist wieder nichts Besonderes, aber ich finde es einfach schlicht und wunderschön. Und zwar sind hier einige Werke drin von William Shakespeare, auch auf einem Trödelmarkt ergattert für 1 Euro. Da habe ich mich sehr gefreut. Und wie gesagt, Schätze muss man haben, um sie zu leben, um sich an ihnen zu erfreuen. Und ich möchte da auch unbedingt reinlesen. Bodil Martinsson, Die Drohung, habe ich von meiner Mama mal geschenkt bekommen. Ist ein Thriller, wenn mich nichts, also Roman steht drauf, geht aber in die Richtung Krimi-Thriller. Denn es passieren unheimliche Dinge und ein Serienmörder treibt sein Unwesen. Das weiß ich so gut, weil ich es schon angefangen habe zu lesen. Oh, da habe ich noch keine Lesezeichen benutzt, wie man so schön sieht. Und war ein Geschenk von meiner Mama und ich fand es spannend. Und irgendwie habe ich es dann aber nicht mehr weitergelesen, weil ich weiß nicht, ob ich im Stress war oder es irgendwie verlegt hatte. Kann ich mich aber sogar noch gut dran erinnern, obwohl das einige Zeit her ist, was wirklich für das Buch spricht. Kommt auf jeden Fall auch mal auch oben drauf. Wir können gleich mal zusammen lesen. Das auch natürlich gerne, aber wir können gleich mal zusammen zählen. Denn ich habe tatsächlich noch nicht gezählt und dachte auch, ich hätte ein bisschen weniger auf meinem Stapel. Stieg Larsson, Verblendung, auch schon reingelesen, zähle ich aber noch zu ungelesen, weil das schon so lange her ist und ich da quasi auch wieder einiges von vergessen habe. Und Verblendung ist ein Buch, das sollte man nicht mit Unterbrechung lesen, weil da so viel passiert und das möchte ich dann nochmal ganz von vorne anfangen. Kenne die Filme, bin begeistert und mir gefällt der Schreibstil auch unglaublich gut. Hat Stieg Larsson danach nochmal was Ähnliches geschrieben? Das weiß ich gar nicht. Wenn ihr das wisst, immer her damit. Ihr kennt euch sowieso in den meisten Sachen viel, viel besser aus als ich. Würde mich mal interessieren, ob ihr noch ein Buch geschrieben habt was ihr echt empfehlen könnt. Oh, jetzt langsam wird es hier gefährlich. Auch noch mit der Kerze. Der schiefe Turm von Büchern. Oder ihr könnt ja Jenga spielen. Lieber nicht. Adina Holpern, auch noch nie was von gehört. Ich weiß auch nicht, wo dieses Buch herkommt. Wünscht dir was? Ich glaube, da geht es darum, dass eine junge Frau einen Brief ans Universum schickt, in dem sie sich was wünscht und was dann passiert. Leute, bevor ich euch jetzt was Halbwahres sage, ich weiß es nicht. Muss ich auch nochmal reinlesen. Glaube, das war's. Wenn ich keine übersehen habe in meinem Bücherregal, müssten das erstmal meine ungelesenen Bücher sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt zeige ich euch noch ganz schnell die Bücher, die ich jetzt nicht dabei hatte oder nicht auf meinem Sub quasi offiziell liegen habe, weil das die Bücher sind, die ich jetzt wirklich in naher Zukunft, das heißt nächsten Monat, übernächsten Monat lesen möchte. Und zwar von Lauren Graham, lieber jetzt als irgendwann, von der Dame von Gilmore Girls, die einen Roman geschrieben hat. Dann Murder Park, kennen bestimmt auch viele von euch, die ich auch im Secondhand-Laden ergattert habe. Ein spannungsvolles Buch, wo Leute einfach in einem Vergnügungspark nicht eingesperrt sind, aber festhängen und dann komische Sachen passieren und Morde passieren. Anna Gawalda, absolute Lieblingsschriftstellerin. Ab morgen wird alles anders. Kurzgeschichten von ihr. Dürrenmatt, da freue ich mich sehr drauf. Der Richter und sein Henker. Ich habe noch nichts von Dürrenmatt gelesen, meiner Beilung, wie ich mich meine zu erinnern und freue mich da sehr. Andreas Gruber, das habe ich von der lieben Melanie Liest ja wärmstens empfohlen bekommen. Und sie schwärmt da richtig von. Ich habe reingelesen und auch dann gemerkt, ich müsste mir jetzt erstmal den ersten Band holen. Harper Lee, Wer die Nachtigall stört, ein Klassiker, möchte ich unbedingt bald jetzt lesen. Auch von meiner Schwester geschenkt bekommen. Dann genauso auch von meiner Schwester bekommen. Forster, Zimmer mit Aussicht, das Buch zu ihrem absoluten Lieblingsfilm. Dann noch Jasper Forde, habe ich auch bei der lieben Letteralina wieder entdeckt und dann Lust bekommen, dieses Buch zu holen. Wollte ich aber auch schon lange getan haben. Ach nein! Entschuldigt.
Dann Jasper Forde, das habe ich, glaube ich, bei Kukurubi entdeckt. Wollte ich mir schon seit Ewigzeiten mal geholt haben. Möchte ich auch bald lesen. Das ist dann so mein kleiner Sub, der in naher Zukunft auf jeden Fall kleiner wird. Und ja, zusammen sind wir dann bei 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Büchern. Immer noch sehr überschaubar. Ich hoffe, ich habe jetzt zum Schluss nicht so schnell geredet, dass ihr mich nicht mehr versteht. Aber oben blinkt schon die Batterie rot. Hat mich jetzt ein bisschen nervös gemacht. Und ich habe diese Bücher einfach total vergessen mit einzuplanen. So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Bücherfreunde. Aber mich macht ein Sub so gar nicht nervös. Ich meine, ich habe jetzt auch keine 200, 300 Bücher. Dann wäre es vielleicht anders. Aber ich finde es ganz schön und beruhigend zu wissen, dass ich ein paar Bücher zur Auswahl habe, wenn ich mal wieder nicht weiß, wonach mir der Sinn steht oder wenn ich gerade kein Buch zur Hand habe, kann ich beruhigt zu meinem Bücherregal rübergehen und mir was aussuchen. Da ist ja auch eine kleine Mischung von Klassikern zu spannungsvollen, zu romantischen Büchern, ist ja so alles mit dabei. Ich finde das ganz toll. Wie steht ihr dazu? Wollt ihr unbedingt euren Sub bei, ich weiß nicht, bei zwei Büchern liegen haben? Findet ihr das schön, wenn ihr eine gewisse Auswahl habt? Wird mich total interessieren, weil da scheiden sich ja wirklich die Geister. Und ansonsten hoffe ich, dass ich kurz und prägnant euch die Bücher vorgestellt habe und mich nicht wie immer ein bisschen zu sehr verzettelt habe. Mir hat das sehr Spaß gemacht, selber auch mal jetzt genau vor Augen zu haben, was genau ich noch da auf dem Sub liegen habe und freue mich sehr auf die kommenden Lesestunden. Ich danke euch und danke auch jedem, der bis zum Ende dabei geblieben ist. Das freut mich immer total. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, und wenn ihr das Video gut fandet, genauso wie einen Daumen nach unten, mit konstruktiver Kritik gerne, denn daran wachse ich ja auch. Und ansonsten habt einen tollen Tag und tolle Lesestunden. Vielen Dank, bis bald. So, und das war's mit meiner Sub-Vorstellung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, beruhigt euch ein großer Sub, möchtet ihr euren gerne so klein wie möglich halten, würde mich echt mal interessieren. Und dann danke ich euch und bedanke mich auch, dass ihr bis zum Ende rangeblieben seid und wünsche euch noch einen tollen Tag.